Genau. Ich warte mal noch einen Augenblick. Es ist kurz eine Minute nach 7:30. Läuft alles? Okay, ja. Ich fange einfach mal an. Hallo, wir sind hier heute im schönen City Yoga und ich bin Christina Bose. Ich bin Physiotherapeutin und es geht heute nicht um Yoga, obwohl wir im City Yoga sind, aber auf ja, mehrfache Nachfrage, was man denn jetzt zum Laufen vielleicht beitragen kann, weil doch viele laufen jetzt bei dem schönen Wetter, jetzt wo sie halt vielleicht auch alle mehr Zeit haben, wo ihr alle mehr Zeit habt, geht es darum, um euch ein paar Tipps zu geben, was ihr beim Laufen zum Beispiel beachten könnt. Übungen, die ich für wichtig finde, die man beim Laufen sehr gut integrieren kann, aber auch zum Warm-up nutzen kann und zum Cool-down nutzen kann, haben die Steffi und ich uns überlegt und wir uns überlegt, dass wir ja, das verbinden. Sie hatte letzte Woche eine kleine Yoga-Session für Läufer gemacht. Die ist auch noch auf dem YouTube-Channel vom City Yoga zu sehen. Da könnt ihr gerne auch wieder drauf schauen und euch die Yoga-Einheit, die Yoga-Session anschauen. Und ich erzähle euch heute ein bisschen was übers Laufen. Ich bin früher selbst sehr viel gelaufen. Mache ich jetzt leider nicht mehr. Ich gehe nur noch walken, weil ich Knieprobleme habe. Aber walken ist genauso effektiv und man kann vielleicht auch noch ein bisschen bewusster auch laufen. Und da möchte ich euch heute auch animieren zu, dass ihr, wenn ihr laufen geht, euch ab und zu mal bewusster mit eurem Bewegungsablauf, mit eurem anatomischen Wissen, was ihr vielleicht jetzt auch ein bisschen von mir bekommt, dass ihr das mit integrieren könnt. Weil ich sehe jetzt auch sehr viele Läufer und ich sehe halt auch, was man alles ja, nicht optimal machen kann. Viele nutzen ihre Gelenke quasi ab, wenn sie laufen, weil sie einfach keine ja, gute Ausrichtung haben von den Füßen, von den Knien, von der Hüfte. Es fängt ja mit den Füßen an. Wie ist meine Basis? Wie rolle ich ab? Der Fuß ist ein Impulszentrum und wenn ich unten schon sehr feste bin und nicht optimal abrolle, geht das natürlich in die Knie, in die Hüfte weiter und weiterlaufend in die Wirbelsäule und Halswirbelsäule, in den Kopf, in die Schultern und das ganze System wird natürlich beeinflusst, wenn wir schon unten keine stabile und dynamische Basis haben. Also ich sehe zum Beispiel viele Leute, die ja auch quasi so laufen, nach außen die Knie oder die Unterschenkel nehmen. Ich sehe viele Leute, die eher in einer gebückten Position laufen, also in den Rücken rund machen. Ich sehe viele Leute, die halt im X-Bein laufen, auch im O-Bein laufen. Klar kann man das nicht alles ausrichten, aber es gibt Möglichkeiten, um ja, dem Körper ein paar Impulse zu geben. Und manchmal reicht einfach auch schon eine kleine Stellschraube, wo man vielleicht ein bisschen was ändern kann und es fühlt sich dann auch schon ganz anders an. Also prinzipiell geht es so, ja, geht es darum, dass man quasi die Füße und die Knie erstmal nach vorne ausrichtet. Ich gehe nochmal später im Detail ein, wie ihr auch eure Füße ausrichten könnt, wenn ihr eher im O-Bein oder im O-Fuß steht. Das geht ja weiter ins Knie und in die Hüfte oder im X-Bein steht generell. Da geht es erstmal auch um den Stand. Wie stehe ich überhaupt? Ihr könnt auch gerne euch jetzt schon mal hinstellen und für euch mal nachspüren, wie ihr steht. Wie sind eure Füße ausgerichtet? Steht ihr eher so da? Steht ihr eher so da? Ohne das erstmal zu bewerten und gar nicht zu verändern. Ihr könnt auch mal die Augen schließen und nachspüren, wie ihr euch jetzt wahrnehmt im Stand. Wie habt ihr die Arme? Sind ihr eher mit den Handflächen nach hinten gerichtet oder nach vorne sogar? Sind die Handflächen neben dem Körper parallel? Zieht ihr die Schultern mehr nach vorne? Viele sehe ich auch so laufen, dass man quasi so eine Schildkröte, also den Kopf nach vorne nimmt. Dann habt ihr natürlich eine immense Kompression in der Halswirbelsäule oder im Hohlkreuz laufen, ja, Rentenpopo. Dann habt ihr eine immense Kompression in der Lendenwirbelsäule. Das merkt ihr vielleicht nicht gleich, aber wenn ihr jetzt vielleicht viel laufen geht, kann das irgendwann zum Problem werden und man kann dann natürlich vorher schon ein bisschen dran arbeiten. Das Video nimmt jetzt keine 1:1-Betreuung vorweg oder auch keinen ärztlichen Rat. Das sind nur Tipps, die ihr vielleicht schon umsetzen könnt.
Wenn ihr mehr interessiert seid an der Einzelbetreuung, dann könnt ihr gerne auch das über meine Website bei mir anmelden, www.christinarose-physiotherapie.de. Da könnt ihr euch bei mir melden und dann kann man auch mal eine Einzelsitzung oder ein Laufen draußen machen. Das ist ja möglich mit 2 Meter Abstand. Was ich euch auch empfehlen würde, Entschuldigung, ich bin noch mal ein bisschen gesprungen, lasst euch doch mal filmen, wenn ihr lauft. Ja? Oder auch wenn ihr nur walkt. Lasst euch filmen, lasst mal Fotos machen und stellt euch mal vor den Spiegel zu Hause und guckt einfach mal, könnt ihr auch gleich mal schon mitmachen, ohne euch jetzt vor den Spiegel zu stellen, einfach mal so kleines Gimmings, ist auch gleich eine Warm-up-Einheit, so ein bisschen, was man vorher machen sollte. Und dann spürt ihr da auch mal nach, wie sind denn, ist der Vorfuß aufgesetzt, sind der Groß- und der Kleinzehballen, gehen die gleichmäßig auf den Boden und rolle ich dann ab. Wenn man dieses Gimmicks macht, das ist natürlich was anderes, wie wenn man jetzt läuft, ja, dann geht man über die Ferse und rollt dann nach vorne ab, über den Groß- und über den Kleinzehballen. Und wenn es gut läuft, hat der Großzeh den letzten Berührungspunkt am Boden, wenn man dann weiter zum nächsten Schritt geht, von der Standbeinphase in die Spielbeinphase. Und guckt mal, wie ihr in dieser kleinen Laufeinheit vor dem Spiegel, wie ihr euch wahrnehmt. Ja? Gehen die Füße nach außen, nach innen? Wie sind die Arme? Gehen die so über Kreuz oder gehen sie parallel? Ich sage euch auch noch her, wie es optimal wäre. Aber erstmal spüren und wahrnehmen, wo lauft ihr eigentlich oder wie lauft ihr eigentlich? Wie nehmt ihr euch wahr? Was macht euer Körper? Eure Füße, eure Knie, euer Becken, euer Brustkorb? Beim Laufen ist er eher feste, sollte er nicht sein, er sollte sich natürlich mitbewegen. Gehen die Schultern viel mit, ja? Gehen sie eher nicht, sie sollten eher breit sein. Und natürlich gehen sie mit, aber nicht in diese Position, sondern schön nach vorne und nach hinten, auch die Arme. Aber wie gesagt, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Wie ist der Kopf ausgerichtet? Ja? Habe ich eine lange Wirbelsäule oder bin ich eher in dieser Position unterwegs? Manchmal reicht es auch schon, beim Laufen einfach mal den Hinterkopf nach oben zu ziehen. Ganz sanft nach oben zu ziehen. Und dann richtet sich manchmal auch das Becken schon von alleine auf. Aber manchmal braucht es auch wirklich ein Bewusstwerden von diesen Bewegungsabläufen. Also, ich fange mal von den Füßen an. Wenn wir gehen oder wenn wir laufen, wenn wir walken und wenn wir laufen, sollten die Füße, wenn möglich, parallel laufen. Faustbreit ist immer ein ganz guter Abstand. Dann haben wir die Oberschenkel, den Oberschenkelkopf auch optimal in der Pfanne zentriert. Wenn ihr natürlich jetzt jemand seid, der immer so läuft, dann ist es für euch nicht möglich, gleich so zu laufen. Dann dürft ihr euch da anbahnen. Ja? Es sollte dann nicht von hier nach hier gehen, sondern dann ist es vielleicht erstmal nur diese Variation. Also so, dass ihr keine Schmerzen dabei habt. Und bahnt euch da an. Die Knie sollten nach vorne zeigen. Das Becken hat verschiedene Bewegungen. Wir haben eine dreidimensionale Beweglichkeit im Becken. Es geht, was viele auch machen, nach vorne und nach hinten, in die Aufrichtung oder Kippung, je nachdem, wenn ihr einen ganz geraden Rücken habt. Dann ist es physiologischer, wenn ihr ein bisschen mehr in die Kippung geht. Das heißt, also extreme Kippung über Hohlkreuz, das ist zu viel. Wenn ihr da seid, geht ihr ein bisschen mehr in die Aufrichtung, damit ihr, wenn ihr landet, halt nicht im Hohlkreuz seid und eure Wirbelsäule staut. Oder wenn ihr ganz gerade seid und landet auf dem Standbein, in der Standbeinphase, dass sich auch da nicht die Wirbelsäule staut. Die Ausrichtung vom Becken ist dreidimensional. Die meisten sind zweidimensional unterwegs. Sie machen die Aufrichtung eigentlich ganz gut. Und das zeigt mal von der Seite nach vorne und nach hinten. Aber wir haben auch noch eine seitlich verlaufende Bewegung im Laufen, in der Standbeinphase. Wenn ich jetzt auf der rechten Seite stehe, geht in der Standbeinphase, wenn es optimal läuft, das Becken ein bisschen nach links. Und wir kriegen hier ganz viel länger. Die meisten machen das nicht und hängen dann hier in den Gelenken drin. Ja? Übertrieben, ja, so ein bisschen die Models, die laufen auch viel so. Wir brauchen aber hier ganz viel Weite. Dafür zeige ich euch nachher nochmal eine Übung, auch im Liegen. Weil im Stehen ist das schon sehr komplex und jetzt per Video auch vielleicht nicht gleich sichtbar und klar. Ich sage es nochmal ganz kurz, wir haben 3 Bewegungsachsen. Einmal die querverlaufende Achse, das ist die Aufrichtung im Becken. Dann haben wir die Achse von vorne nach hinten verlaufen, die sagittale Achse. Da geht es quasi nach rechts und links. In der Standbeinphase rechts gehe ich jetzt mit dem Gesäß ein bisschen nach links.
Die Kraft kommt aber in der Standbeinphase aus der rechten Gesäßhälfte, aus dem Gluteus rechts. Links geht nur weiterlaufend nach oben. Ich ziehe hier links nicht hoch. Das kommt alles aus der Standbeinphase rechts. Und die dritte Bewegung ist die Bewegung um die longitudinale Achse. Da geht es quasi nach vorne und nach hinten. Und das machen wir aber nachher nochmal in Rückenlage. Zeige ich euch eine Bewegung, wo man das ganz gut erstmal in Rückenlage mit ein bisschen mehr Feedback auch vom Boden gut vorbereiten kann. Dann genau, geht es weiter mit dem Oberkörper. Dann machen wir gleich auch noch eine kleine Bewegungsabfolge mit dem Vorwärtspaddeln und Rückwärtspaddeln der Rippenbögen. Das ist auch eine Bewegung, die wir beim Laufen machen. Also es geht auch nicht nur nach vorn und nach hinten, sondern auch da ist es wieder dreidimensional, das Bewegungssystem ausgerichtet. Und wir machen eine, wie gesagt, eine rückwärts paddelnde Bewegung von unseren Rippengelenken, wenn wir vorwärts laufen. Genauso ist es beim Becken. Dazu auch nochmal mehr später. Genau, also, dann die Arme sollten, wenn es gut läuft, parallel laufen, neben dem Körper und nicht über Kreuz vor dem Körper. Das sehe ich auch ganz oft, dass die Leute so laufen, auch gar nicht viel Bewegung hier oben haben, hier ist alles feste, aber die Arme werden schön bewegt, das ist super, aber wenn, dann rechts und links, neben dem Körper, die Handflächen zeigen zueinander, auch wenn wir normal gehen, ist das quasi der physiologische, die physiologische Ausrichtung. Und der Kopf, wie schon gesagt, eher so ausgerichtet, dass das Kinn Richtung Brustbein ausgerichtet ist, ganz leicht, das ist jetzt auch nicht im Doppelkinn. Aber das sieht man natürlich nicht. So ein guter Zeiger ist, dass das Kinn parallel zum Boden ausgerichtet ist. Ihr könnt euch da auch mal fotografieren lassen von der Seite oder auch da mal filmen lassen von der Seite. Würde ich sowieso von hinten, von vorne, von beiden Seiten. Und man sieht oft durch das Filmen, durch diese visuelle Rückkopplung oder das visuelle Feedback viel besser, was man vielleicht manchmal nicht spürt. Man denkt so, oh, ich laufe doch eigentlich ganz gut, ist doch alles in Ordnung. Aber wenn man es dann mal sieht und jetzt vielleicht ein bisschen weiß, wo man auch darauf achten sollte, dass man sich da auch nochmal ja, visuell drauf einstellen kann, auf die Bewegung und vor allen Dingen in der Vorstellung. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr eure Vorstellung nutzt, um in Bewegungen reinzugehen. Wenn ihr sie noch nicht gleich machen könnt, versucht euch die Bewegungsabläufe vorzustellen, damit euer Gehirn einen Impuls bekommt von diesen Bewegungsabläufen. Und guckt euch Läufer an, auch auf Videos, ja, sehr gute Läufer auch, wobei sehr schnelle Läufer nicht immer sehr gute Läufer sind. Aber ich meine, ich sag mal, ja, in den hohen Klassen kann man das schon viel von den, und Jan Frodeno zum Beispiel, Triathlet, der hat einen sehr schönen Laufstil, also da kann man sich sehr viel von abschauen auch. Sehr dynamisch. Und das ist auch noch was, also versucht auch immer wieder, wenn euch das alles jetzt zu viel ist, was ich euch gerade erzähle, versucht dran zu denken, okay, ich laufe ein bisschen federnd, ja, ich laufe jetzt nicht feste und gehe in meine Gelenke, sondern ich bin ein Feder, laufe federnd, nehme den Schwung mit nach oben über mein Impulszentrum, den Vorfuß. Und das hilft auch ganz oft schon, ein bisschen auf jeden Fall, um jetzt, wenn man nicht direkt ins Detail gehen kann oder gar nicht weiß, worüber ich gerade rede, stellt euch vor, ihr seid ein Feder, ihr lauft ganz federnd, dynamisch, schwungvoll und spürt mal nach, was das macht, wenn ihr daran denkt. Gut, das waren jetzt erstmal so kleine Feinheiten, Tipps für ja, die Ausrichtung, die grobe Ausrichtung. Also das ist natürlich, gibt ganz viel Feintuning, auch von den Füßen. Wie stehe ich überhaupt? Ja, wenn ich im X-Fuß stehe, habe ich die Fersen eher auf der Innenseite belastet. Meistens geht das Knie auch mit nach innen, wenn ihr das wisst. Versucht, wenn ihr einen, einen X-Fuß habt oder ein X-Bein, dann versucht man über das Sprunggelenk, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut hier unten sehen kann, über das Sprunggelenk den Fuß so auszurichten, dass die Ferse hinten im Prinzip gerade ausgerichtet ist, dass die Achillessehne gerade ausgerichtet ist. Da müsst ihr natürlich jemanden hinter euch stehen haben, der euch da ein bisschen korrigiert. Aber auch nur so weit, quasi auf die Außenkante der Ferse im Sprunggelenk rotieren, dass aber der große Grundballen immer noch am Boden bleibt. Wenn ihr dann hier seid, seid ihr im O-Fuß. Dann seid ihr auch nicht mehr physiologisch ausgerichtet. Die Zehen sollten locker sein im Stand. Genau, der Stand ist die Basis, deswegen beginne ich da gerade nochmal. Auch da drauf achten oder gucken, wie sind die Knie ausgerichtet. Zeigen sie nach vorne, die Kniescheiben. Die sieht man ja von oben auch gut, das kann man eigentlich ganz gut
noch selbstständig oder ziehen sie eher so nach innen oder nach außen? Da gibt es auch gleich noch eine Bewegung, die ich euch zeige. Das könnt ihr auch gut vom Spiegel machen. Malt euch mal einen Punkt auf die Kniescheiben, so wie ihr normalerweise steht. Und dann könnt ihr da gut die Oberschenkelbeweglichkeit, die Oberschenkelmuskeln, den Sartorius zum Beispiel dazu nutzen. Der geht von hier innen nach hier außen, um die Ausrichtung der Kniescheiben zu optimieren. Genau, wenn ihr mehr im O-Fuß seid, nochmal dahin zurück, dann lasst ihr die Innenseite der Ferse ein bisschen mehr Richtung Boden fließen. Das alles findet im Sprunggelenk statt. Also Außenseite, wenn ihr mehr auf der Außenseite steht, im O-Fuß, dann lasst den Fuß sanft nach innen gleiten, sodass dann die Ferse in der Mitte aufgesetzt ist, der Groß- und Kleinzehballen gut aufgesetzt sind und die Zehen ganz locker sind. Wie gesagt, faustbreit. Und dann habt ihr von unten schon mal einen ganz guten Start. Wir haben hier ein Längsgewölbe, das ist ein Gewölbe, deswegen sollte da ein bisschen Luft auch darunter sein. Stellt euch vor, wie so eine Höhle, so ein bisschen vor dem Sprunggelenk. Dort sollten zwei Querfinger dazwischen passen. Dann ist es, sage ich mal, ganz grob gut aufgerichtet. Dann haben wir noch ein Längsgewölbe, das ist auch ein Quergewölbe, Entschuldigung, das ist das unter den Zehen. Das ist bei vielen auch durchgelaufen und wir laufen dann quasi wie auf Felgen. Da gibt es auch Bewegungen zu. Ich versuche die nachher nochmal mit reinzubringen. Ansonsten werde ich die nochmal in der extra Einheit auch nochmal den Fuß, nur den Fuß beäugen. Ich wollte jetzt erstmal mehr auf die Laufdynamik und auf Bewegungen, die auch nach dem Laufen wichtig sind, Muskelgruppen, die angesteuert werden sollten, Beweglichkeiten, die wir brauchen beim Laufen. Gerade diese Rotationsbewegung im Brustkorb, das ist da eher darum geht heute in diesem Video. Genau, also jetzt nochmal kurz zum Fuß zurück. Also wenn ihr den Fuß, wenn ihr die Füße oder beziehungsweise die Kniescheiben, wenn ihr mal diese Bewegung macht, ja, diese Scheibenwischerbewegung, und wenn ihr wisst, okay, meine Kniescheiben, die stehen jetzt eher ein bisschen nach außen, dann macht ihr diese Bewegung quasi nach innen mit den Füßen, ohne aber quasi hier diese Bewegung zu machen aktiv, sondern im parallelen Stand die Füße nach vorne ausrichten und dann die Bewegung quasi im, fast isometrisch ist nicht ganz richtig, aber im ganz kleinen machen. Und dann merkt ihr vielleicht schon, dass die Kniescheiben, ihr könnt es auch komplett nach außen und nach innen machen, mal die Bewegung spürt, ja, Kniescheiben nach außen, nach innen. Und dann versucht ihr dort zu bleiben, wo ihr das Gefühl habt, die Kniescheiben sind jetzt nach vorne ausgerichtet. Am besten ist es natürlich, wenn da jemand zuschaut, wenn ihr das im Spiegel macht und vielleicht selbst auch ein bisschen seht, aber es sollte nochmal jemand auch richtig gucken, damit es dann auch wirklich in einer guten physiologischen Ausrichtung ist. Genau. Also da könnt ihr auch zum Beispiel immer, wenn ihr Zähne putzt, das machen, überall wo ihr steht, könnt ihr diese Bewegungen machen und dann versuchen auch in der Mitte die Kniescheiben nach vorne ausgerichtet zu halten mal. Ihr könnt auch mal das Bein abheben und stabilisieren auf einer Seite. Könnt auch da eine Bewegung drauf machen, auch schon eine Laufbewegung zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch eine Bewegung, die man schön zum Warm-up machen kann. Und dann da unten schon mal den Fuß stabilisiert, dass man einfach im Stehen schon mal eine gute Ausrichtung hat. Zehen immer wieder lösen und die Arme sind wieder parallel neben dem Körper, die Handflächen zeigen zueinander, der Hinterkopf fließt ein bisschen nach oben, die Halswirbelsäule ist lang und das Becken bewegt sich dreidimensional, aber dazu später, wie gesagt, nochmal mehr. Gut, also das war jetzt die Ausrichtung von den Füßen. Bei allen Bewegungen, die wir jetzt gleich machen, bitte ich euch da immer so ein bisschen drauf zu schauen, immer wieder auf die Füße oder reinzuspüren. Ihr müsst nicht die ganze Zeit auf eure Füße schauen, sondern versucht reinzuspüren, dass ihr das lernt, ja, wie es physiologisch ja, optimaler wäre zu stehen und das halt einbauen oder integrieren in alle Bewegungen, die wir jetzt zum Beispiel machen. Gut, das war der erste Teil, das war so eine kleine Übersicht von wie sollte man physiologisch laufen im Groben. Und jetzt geht es so ein bisschen ums Warm-up. Was kann ich machen, bevor ich laufen gehe? Also man sagt, dass man halt vorher gar nicht so viel dehnen soll, sondern eher ein bisschen in die Aktivität kommen soll, schnelle kleine Bewegungen machen, um jetzt nicht sich irgendwie so zu dehnen, dass der Muskel so vorgewärmt ist, dass er
dann eigentlich gar nicht mehr optimal in die Kraft gehen kann. Das machen wir eher danach. Also ich bin dafür, dass man sich trotzdem vorher bewegt. Ja, und dann fangen wir an mit der Kopfbewegung. Ihr dürft euch hinstellen, die Knie leicht beugen. Die Füße sind wieder parallel. Und wir fangen an, den Kopf quasi wie eine seitlich verlaufende Acht mit der Nasenspitze zu malen. Das heißt, ihr rollt den Kopf leicht ein. Ich zeige es nochmal von der Seite, dass die Halswirbelsäule lang bleibt. Die Halsmuskeln ein bisschen mobilisieren. Kinn leicht nach unten, sanft und nicht hier hinten bewegen, dass ihr wieder in Kompression geht, sondern eher ein bisschen kleiner machen und versuchen, den Hinterkopf in die Länge zu strecken. Becken da vielleicht auch schon mal ein bisschen aufrollen, wenn ihr wisst, okay, ich stehe tendenziell im Hohlkreuz da, Steißbein Richtung Bauchnabel aufrollen. Und das macht ihr mit der Bauchmuskulatur. Das Gesäß bleibt locker, nur hier das Steißbein aufrollen nach vorne oben, das ist die Aufrichtung, das wäre die Kippung. Ich muss mehr in die Aufrichtung, weil ich stehe eher im Hohlkreuz da. So dass ihr hier unten einen natürlichen Schwung habt, dass die Wirbelsäule nicht ganz gerade ist. Weil den haben wir hier unten, die normale Lordose. Und dann die Bewegung oben machen, die Handflächen zeigen zum Körper, Daumen zeigt nach vorne und wir bewegen den Kopf in einer sanften Achterbewegung. Auch gut, wenn man viel am Computer sitzt, ist nicht nur zum Lauftraining gut, sondern einfach mal aufstehen und diese Bewegung machen, wenn man viel mit den Augen arbeitet, fokussiert. Dann ist es auch sehr hilfreich, um die Nackenmuskulatur und die kleinen, feinen Muskeln in der Nackenmuskulatur zu lösen. Nächste Bewegung ist die Schulterakt. Dafür nehmt ihr eure linken Fingerkuppen mal hier in diese Kuhle an eurer Schulter. Da ist so ein kleiner, runder Knochen, der Prozessus coracoideus, Rabenschnabelfortsatz. Da ist auch die Brustmuskulatur, fängt dort an, hat ihren Ansatz. Und da geht ihr hin und versucht, diesen Rabenschnabelfortsatz ein bisschen nach hinten zu schieben. Dass ihr jetzt nicht die Schulter nach vorne bewegt, sondern im Grunde genommen das Schulterblatt, was ja da dran hängt, hinten, gar nicht nach vorne und nach hinten bewegt, sondern nur den Oberarmkopf in eurer Pfanne bewegt. Eine auf dem Boden liegende Acht nachmalt mit den Händen von innen nach außen. Erstmal nur mit der einen Seite. Da, und diese Bewegung machen wir tatsächlich viel kleiner, wenn wir laufen. Ja? Das ist immer, wenn wir von nach vorne gehen, öffnen wir so ein bisschen, oder sollten wir, wenn es gut läuft, vorne hier den Schulterbereich öffnen, hinten geht er so ein bisschen zusammen, aber nicht nach vorne, sondern wir gehen in eine Innenrotation, Außenrotation, vorne außen, hinten innen, immer im Wechsel. Das können wir dann auch mit beiden Armen machen, vorher noch die andere Seite auch einzeln. Auch da wieder darauf achten, dass ihr euch nicht so bewegt, sondern dass ihr den Schultergürtel nach hinten öffnet und geöffnet bleibt, dass hier die Brustmuskulatur schön offen und gedehnt bleibt und ihr hier die Achterbewegung im Oberarmkopf in der Pfanne macht. Genau, leicht in die Knie gehen und dann deine Arme locker schwingen. Das macht ihr natürlich, wenn ihr jetzt euch aufwärmt, 10-mal, sage ich mal, jede Bewegung, vorne gehen wir zusammen, hinten öffnen wir von innen nach außen, hier auch von innen nach außen, vorne die Bewegung ist größer als hinten. Genau, das wäre die zweite Bewegung. Dann haben wir das Rückwärtspaddeln der Rippengelenke. Da nehmt ihr eure Hände an die Rippen, sodass ihr die Rippen spürt. Die Ellenbogen sind quasi eure Paddel. Ihr stellt euch vor, ihr seid jetzt im Boot. Die Ellenbogen sind eure Paddel, geht auch wieder leicht in die Knie. Und dann bewegen wir nur den Oberkörper, also nur die Rippen quasi, indem wir uns vorstellen, dass das, jetzt ich rede von der rechten Seite, das rechte Paddel geht nach hinten, geht ins Wasser, schiebt das Wasser wieder nach vorne weg. Ich rede jetzt erstmal nur von der rechten Seite, die linke geht natürlich immer entgegengesetzt mit. Und dann gehen wir einfach rechts ins Wasser, schieben das Wasser nach vorne, links ins Wasser. Und kommen dadurch auch, wenn alles auch da wieder sehr mobil ist, in eine schöne dreidimensionale Beweglichkeit von den Rippen. Weil wenn wir in der Standbeinphase rechts sind, gehen die Rippen nach vorne oben. Also ins Wasser und das Wasser schieben wir weg. Wenn wir in der Standbeinphase links sind, gehen die linken Rippen nach rechts oben. Und so immer im Wechsel, sind immer gegensinnige Bewegungen. Oberkörper zum Becken. Beckenschaufel zum Oberschenkel, Oberschenkel zum Unterschenkel, Unterschenkel zur Ferse, Ferse zum Vorfuß. Geht es immer im Wechsel,
ich sage es jetzt mal grob, in einer Außen- und Innenrotation, je nachdem in welcher Gangphase wir sind. Und so geht es von unten nach oben, um optimal die Gelenke zu mobilisieren und durch diese Mobilisation dann auch eine gute Stabilisation aber auch zu bekommen. Genau, also das ist die rückwärts laufende 8, beziehungsweise auf der Seite, also auch wieder auf dem Boden liegende 8 oder das Rückwärtspaddeln mit den Rippen. Wichtig dabei ist, dass nicht die Schultern nach oben sind, die sind schön weit weg von den Ohren. Tendenziell auch beim Laufen, stellt euch vor, ihr wollt die Schulterblattspitzen nach unten Richtung Hosenboden ziehen, aber auch nicht so weit nach hinten, sondern so leicht in die Breite. Ja, also das ist jetzt auch, da ist viel zu viel Spiel vorne, die Wirbelsäule, die Brustwirbelsäule recht aufgerichtet halten und die Schulterblätter so leicht nach hinten, nach unten ziehen, nicht direkt zur Wirbelsäule. Also nicht das hier, ja, das ist zu viel. Da habt ihr die Rhomboideen mit drin, die hier dazwischen sind. Die sollten sich nicht zu sehr anspannen, sondern es geht nach unten und dann ist hier der Serratus angespannt. Das ist ein Muskel, der unter das Schulterblatt geht und das Schulterblatt optimal, wenn man ihn richtig anspannt, nach unten außen zieht, in die Breite. Unter anderem. Muss natürlich oben auch Muskeln nachlassen, sonst funktioniert das nicht. Genau, dann haben wir die Becken 8. Da stellt ihr euch ein bisschen mehr in die Grätsche. Fußspitzen zeigen nach innen, Fersen nach außen. Und wir malen jetzt auch mit dem Becken eine auf der Seite liegende 8. Also das sind jetzt alles Bewegungen zum Warm-up. Wer Interesse hat, kann sich dann auch bei mir melden. Ich kann dann auch nochmal eine kleine Übersicht zusammenstellen. Aber dazu später mehr. Genau, das ist ja alles sehr schnell jetzt hier. Also. Dann in einer seitlich verlaufenden 8 das Becken bewegen. Der Oberkörper bleibt jetzt nach vorne ausgerichtet, also ihr bewegt nicht mit, sondern der Oberkörper bleibt nach vorne ausgerichtet und versucht das Becken von rechts vorne nach rechts hinten, nach links vorne, nach links hinten zu bewegen. Gerne jetzt ruhig mal die Füße ein bisschen nach innen, damit ihr die Außenseiten hier auch noch ein bisschen mehr dehnt. Gerade hier so Tensor, die Fasze hier, ja, Peroneus, dass ihr dort ein bisschen mehr Bewegung noch reinbringt. Könnt ihr auch mal die Richtung wechseln, also nicht nur von rechts vorne nach rechts hinten, von links vorne nach links hinten, sondern links vorne, rechts hinten, rechts vorne, links hinten, links vorne, rechts hinten, rechts vorne, links hinten, links vorne. Genau, so eine 8. Ich mache es jetzt mal vor meinem Becken. Genau, das ist die Becken 8. Dann gibt es die Oberschenkel 8. Das ist auch eine Bewegung, die wir quasi ganz klein, die spüren wir so eigentlich nicht, im Oberschenkel machen, wenn wir in die Standbein- und in die Spielbein, also Spielbeinphase rechts und Standbeinphase gehen, machen wir Mini-Achterbewegungen im Oberschenkelkopf in der Pfanne. Und die Pfanne geht natürlich immer in eine andere Richtung, in die entgegengesetzte Richtung. Dann nehmt ihr die Hände wieder an die Taille, stellt euch auf den linken Fuß, wir fangen mal links an. Auch hier könnt ihr schon mal drauf achten, jetzt nur eine Bewegung, dass ihr die linke Gesäßhälfte ein bisschen nach rechts verschiebt. Standbeinphase links, dann habt ihr hier schon mal Länge, hängt nicht in den Gelenken, komprimiert nicht eure Bandscheiben und eure Quadratus lumborum, ein Muskel, der hier unten ist, sondern versucht euch da in die Länge zu mobilisieren, dass die ganze Flanke links lang bleibt, ohne die Schultern hochzuziehen. Und dann malt ihr mit dem Knie eine auf dem Boden liegende 8 nach. Und zwar so, dass ihr von innen, also nach links geht mit dem rechten Knie, nach rechts geht, dann kommt ihr auf linke Kniehöhe. Und dann geht ihr hinter das linke Knie und macht die 8 auch wieder von innen nach außen. Ich zeige euch das mal andersrum. Also, links stehen, linke Gesäßhälfte ein bisschen nach rechts drehen und im Grunde genommen auch die Hüfte ein bisschen nach hinten, die rechte, die linke drehen. Dann sind wir in der Außen, nach hinten und nach außen ausgerichtet vom Becken und das ist die Ausrichtung, die wir haben in der Standbeinphase links. Und dann malen wir mit dem rechten Knie auch hier eine auf dem Boden liegende 8. Das kann auch mal ein bisschen knacken, man denkt, es wäre ein Gelenk, ist aber der Iliopsoas, der Hüftbeuger, der über den Femurkopf springt. Bei mir ist das sehr ausgeprägt, habe ich schon lange, macht zwar viel, aber kriegt es irgendwie nicht weg, aber es ist jetzt auch nicht traumatisch bei mir. Genau, aber es ist nicht euer Gelenk, sondern es ist ein ganz dumpfes Geräusch, es ist dieser Muskel, der über den Femurkopf immer
rüberspringt. Genau. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite, schütteln wir nochmal das linke Bein aus gerade. Gehen auf die rechte Seite, gehen mit der rechten Gesäßhälfte nach links. Oberkörper bleibt erstmal aufgerichtet. Gehen auch mit dem rechten Hüftknochen ein bisschen nach hinten, aber nur so weit, müsst ihr dann auch mal vom Spiegel machen, dass das Knie immer noch nach vorne zeigt. Also Knie, Scheibe sollte immer geradeaus zeigen. Also rechter Sitzbeinhöcker nach links schieben, rechter Hüftknochen hier vorne ein bisschen nach hinten, rechts hinten drehen. Dort halten und dann könnt auch die Arme lösen, mit dem linken Knie eine auf dem Boden liegende Acht nachmalen. Genau. Dann habt ihr von Kopf bis Fuß relativ viele Achten schon mal durch, seid ganz gut aufgewärmt. Die Füße könnt ihr jetzt nicht in der Achterbewegung, aber so ganz klassisch mal ein bisschen aufwärmen, auf die Ballen gehen, Außenseite, Fersen, Innenseite, Ballen, Außenseite, Fersen und dann die Richtung wechseln. Und dann habt ihr dort schon eine ganz gute Mobilisation. Möchte ich aber noch zwei Bewegungen zeigen, die ganz einfach sind. Das mache ich eigentlich immer zum Anfang, habe ich vorhin vergessen. Die Wirbelsäulenrotation im Stand. Da könnt ihr mal Kinder denken, die sich mega langweilen. Die machen das alle noch richtig. Und ihr könnt entweder die Füße mitnehmen, dreht, wenn ihr nach links dreht, den rechten Fuß mit ein. Lasst die Arme ganz locker. Die Bewegung kommt aus der Wirbelsäule. Wirbelsäulenrotation im Stand. Und lasst die Arme schön schwingen, von rechts nach links. Den Kopf leicht einrollen, Halswirbelsäule ist wieder lang, Brustkorb hebt ein bisschen. Versucht nicht die Arme hier zu halten, weil dann findet hier keine Bewegung statt. Beziehungsweise weniger Bewegung. Ihr sollt die Wirbelsäule rotieren. Die zweite Bewegung könnt ihr am Anfang oder am Ende machen. Wie ihr das aufbaut, könnt ihr euch auch selbst überlegen. Ihr müsst dann nicht alles mit einbauen. Ist der Skispringer. Eine meiner Lieblingsübungen auch, weil ihr die Wirbelsäule und die Hamstrings hinten nochmal schön dehnt und die Wirbelsäule in die Streckung und in die Beugung mobilisiert. Auch alles Bewegungen, die man außerhalb vom Laufen machen kann, um sich zu mobilisieren. Die Füße sind faustbreit ausgerichtet, die Kniescheiben zeigen wieder nach vorne, die Zehen sind locker. Ich zeige es euch erstmal von vorne. Wir gehen in die Knie, das Gesäß geht nach hinten, Daumen gehen nach oben. Und wie der Skispringer auf der Rampe, versuchen wir gleich abzuspringen. Schaffen wir leider nicht. Brechen zusammen, lassen Kopf und Arme hängen. Strecken dann die Knie und kommen dann Wirbel für Wirbel von unten nach oben. Der Kopf kommt ganz zum Schluss. Gerne mal die Schulter kreisen. Dann nochmal von der Seite einatmen, Daumen nach oben. Macht so einen richtig schönen Entenpopo. Kopf und Arme hängen lassen, Knie strecken und von unten nach oben aufrollen. Nicht gerade hochgehen, sondern wirklich die Wirbelsäule wie so Klötzchen übereinander stapeln und dann nach oben in den Stand kommen. Einatmen, Skispringen, nach vorne schauen. Kopf und Arme hängen lassen, Knie strecken und wieder aufrichten. Macht das noch so zwei, drei Mal nebeneinander, dass sich das ein bisschen einprägt. Bleibt in Verbindung mit der Atmung. Genau. Das ist der Skispringer. Dann könnt ihr gerne auch immer noch mal so ein bisschen bouncen am Anfang. Die Fersen hoch und runter, ohne die Fersen abzusetzen. Auch sehr schön für die Wadenmuskulatur, Wadenaktivität. Aber auch für das Lymphsystem, es wird dabei angeregt, wenn ihr viel sitzt im Moment, vielleicht auch mal zwischendurch alle halbe Stunde machen. Sollte man nach einer halben Stunde aufstehen. Sitzen ist das neue Rauchen. Und da ist es auch eine wunderbare Übung zum sich mobilisieren. Die Faszien werden auch aktiviert und es geht schön nach oben weiter. Dabei auch darauf achten, dass Groß- und Kleinzehenballen am Boden sind und die Ferse hinten gerade hoch und runter. Es gibt auch die Turmspringerübung, die ist an der Treppe, da geht man dann mit den Fersen weiter nach unten und auch da darauf achten, dass die Fersen oder die Achillessehne immer gerade ausgerichtet ist. Könnt ihr euch auch da mal filmen lassen, weil da machen auch viele Fehler dabei, obwohl es eigentlich eine einfache Übung ist, aber wenn die Ausrichtung vom Fuß nicht optimal ist, kann man dann auch wieder Kompression in den Gelenken bekommen. Gut, dann werden wir jetzt mit dem Warm-up quasi fertig. Soweit, es gibt natürlich noch andere Bewegungen, aber ich denke, jetzt habt ihr mal so einen groben Überblick. Und jetzt würde ich quasi mit dem Cool-Down anfangen und dann auch integrieren noch ein paar Übungen, die ihr halt machen könnt, um die Standbeinphase rechts und links ein bisschen zu trainieren im Liegen. Jetzt rückwärts paddeln vom Becken. Und beim Cool-Down
Cooldown könnt ihr natürlich auch wieder am Anfang den Skispringer machen, also wenn ihr fertig seid, laufen, Skispringer, Wirbelsäulenrotation, das könnt ihr alles auch noch draußen machen. Lauf-ABC, das könnt ihr auch vorher machen oder auch mal danach machen. Da kennt ihr euch vielleicht auch schon besser aus und könnt da Übungen auch integrieren. Das ist auch alles möglich. Im Cooldown geht es dann genau weiter, also erstmal mit der Wirbelsäulenrotation, den Skispringer nochmal. Ich könnte auch nochmal die Füße, quasi, also das würde ich auch barfuß schon machen, die Füße nochmal ballen, Außenkante, Ferse, Innenkante. Da nochmal, auch mal auf den Außenkanten laufen, Innenkanten gehen, Ballen gehen, Fersen gehen, verschiedene Gangvariationen machen. Und das könnt ihr auch während des Gehens mal machen oder des Laufens machen. Fersen laufen vielleicht nicht so, aber da kann man auch mal ein bisschen variieren zwischendurch, so ein paar Meter, um einfach dem Körper auch immer mal wieder eine kleine Variation anzubieten zwischendurch. Genau. Dann gehen wir in die Rückenlage und machen mal die Ausrichtung vom Becken in der Rückenlage. Fangen wir erstmal an. Strecken sind mit beiden Füßen am Boden. Die Knie zeigen Richtung Decke. Die Handflächen zeigen nach unten oder wahlweise nach oben. Dann öffnet ihr euch auch noch ein bisschen mehr hier im Brustkorb. Dann streckt ihr mal das linke Bein aus. Die Ferse geht voraus, Fußspitze zeigt nach oben. Und ihr schiebt die Ferse so weit raus, dass die Bewegung im Becken stattfindet im Grunde genommen. Also der Ursprung ist das Becken. Ihr schiebt auch hier quasi euch in die Länge. Das macht ihr mit der linken Gesäßhälfte. Und die rechte Hüfte hebt ihr mal ein bisschen ab. Nur so ein bisschen, das Knie zeigt nach oben, es fällt nicht nach links. Rechtes Knie nach oben, linke Seite ist ganz lang. Und das Becken ist leicht aufgerollt, das heißt, Entschuldigung, das habe ich vergessen vorher. Steißbein Richtung Bauchnabel aufrollen. Das bleibt. Der untere Rücken ist lang. Das linke Bein ausstrecken. Ihr bleibt mit dem Steißbein nach vorne oben ausgerichtet. Die rechte Hüfte hebt ab und die linke Seite wird ganz lang. Stellt euch vor, ihr steht auf dem Boden jetzt mit dem linken Fuß. Das ist die Standbeinphase links. Spielbeinphase rechts. Rechts ist in der Luft. Links steht am Boden. Bisschen übertrieben. So weit geht das Becken rechts nicht nach vorne. Aber rechts geht nach vorne, links geht ein bisschen nach hinten. Rechts ist eine Innenrotation, links ist eine Außenrotation von den Hüftknochen. Dann gehen wir wieder in die Ausgangslage, können nochmal das Becken kurz lockern, auch mal so ein bisschen bouncen. Unteren Rücken und das Kreuzbein ein bisschen lockern, ganz sanft. Und dann geht es wieder in die Aufrichtung, Steißbein Richtung Bauchnabel aufrollen. Rechtes Bein, so. Rechtes Bein ausstrecken, in die Länge schieben. Ganz lang werden, ohne ins Hohlkreuz zu gehen und die linke Beckenhälfte abheben. Und dann wieder zurück. Jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller. Rechte Seite abheben, linke raus, schieben. Becken ist aufgerollt, unterer Rücken ist lang. Knie sollten beide nach oben zeigen, Richtung Decke. Ohne dass der Kopf abhebt. Ihr könnt ruhig mal hinschauen. Okay, alles klar, wieder ablegen. Schultern sind locker, Gesichtszüge sind entspannt. Und so im Wechsel Stand- und Spielbeinphase in Rückenlage trainieren. Gleichzeitig habt ihr immer wieder eine sanfte Dehnung auch vom Hüftbeuger hier in der Standbeinphase rechts. Jetzt in der Standbeinphase links. Im Wechsel. Genau. Das gleiche machen wir gerade mal. Da müsst ihr euch vielleicht mal zwei Kissen nehmen, nochmal im Stand, damit ihr nochmal einen kleinen Einblick bekommt, wie die Standbeinphase rechts und links aussehen. Im Stand, ich zeige es mal von vorne, dann nochmal von der Seite. Vielleicht habt ihr einen Hocker zur Hand oder zwei dicke Kissen oder nehmt die Couch oder was auch immer ihr gerade vor euch habt. Es sollte nicht zu hoch sein und nehmt mal den rechten Fuß nach oben auf die Polster oder was auch immer. Genau. Beide Füße zeigen nach vorne, beide Knie zeigen nach vorne. Wir nehmen die Hände mal in die Taille und jetzt geht es um die Standbeinphase links, Spielbeinphase rechts. Wir richten das Becken auf, Steißbein Richtung Bauchnabel aufrollen. Unterer Rücken ist in der natürlichen Lordose. Dann schieben wir die linke Gesäßhälfte nach rechts. Hier Länge entstehen lassen. Das ist auch schon, obwohl es eine kleine Bewegung ist, recht anstrengend. Der Oberkörper bleibt gerade. Der geht nicht jetzt mit nach rechts oder nach links. Und dann drehen wir das linke Becken ein bisschen nach hinten auf, aber nur so weit, dass die Kniescheibe wieder nach vorne zeigt. Das vordere Knie. Rechts zeigt auch nach vorne, also geht nicht mit. Das passiert oft am Anfang. Und
Wenn wir da sind, fangen wir gerade nochmal an, damit ihr nochmal einen Überblick bekommt. Wir gehen mal so richtig schön hier in die Kompression. Dann geht es erstmal mit dem Steißbein Richtung Bauchnabel. Unterer Rücken ist lang. Linke Sitzbeinhöcker geht nach rechts. Und der linke Hüftknochen, der geht ein bisschen nach hinten auf. Dass ihr hier diese zwei Hüftknochen, die gehen so ein bisschen auseinander. Die gehen hier in eine Öffnung. Rechts geht nach vorne, links geht ein bisschen nach hinten. Und diese Länge nicht verlieren in der linken Flanke, linke Taille. Da wird auch der Hüftbeuger ein bisschen mobilisiert. Jetzt bleiben wir da und gehen dann mit dem Oberkörper ein bisschen in die Rechtsrotation. Also die linkeren vorderen Rippen gehen nach rechts oben und der linke Arm geht nach vorne, der rechte nach hinten. Das ist die Standbeinphase links. Ein bisschen übertrieben, aber da geht es nicht mit dem Arm hier rüber, sondern der rechte Arm geht am Körper nach hinten, der linke nach vorne. Und dann gehen wir nochmal locker. Wir nehmen jetzt die Arme mit, Becken aufrollen, Sitzbeinhöcker links nach rechts und nach hinten kommen mit dem linken Knochen, Hüftknochen, der rechte kommt nach vorne, der linke Arm kommt nach vorne. Und so können wir das ein bisschen trainieren, auch hier immer wieder lösen und aufrichten. Blick geht nach unten, beide Knie zeigen nach vorne und das ist quasi eine Bewegung, die nach hinten, unten und außen geht, vom linken Hüftknochen. Und der rechte geht nach vorne, oben und innen. Der Oberkörper dreht in die entgegengesetzte Richtung. Ich bin schon ganz erschöpft von diesem. Das ist auch schon gleich fertig. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen länger machen. Mal gucken. Also, hier noch ein bisschen mehr in diese Bewegung gehen. Das ist auch eine gute Vorbereitung. Das könnt ihr auch im Stehen machen. Ja? Ohne dieses Teil. Also, das geht natürlich jetzt alles sehr schnell. Geht auch. Ja? Becken ausrichten, nach hinten, unten, außen. Links, vorne, oben, innen, rechts. Die Arme gehen immer so mit, dass zum Spielbein rechts der linke Arm nach vorne geht, so wie wir halt laufen. Wenn man sich darauf konzentriert, manchmal ist das ganz verrückt, laufen auch ganz viele auf einmal im Passgang erstmal. Aber es ist ja ein Kreuzgang, den wir machen. Zeig es nochmal von der Seite. Rechtes Bein nochmal nach vorne. Aufstellen, Becken aufrichten. Linker Knochen geht nach hinten und der linke Sitzbeinhöcker geht nach rechts. Linker Arm geht nach vorne. Und vielleicht seht ihr, ich gehe mal mit der Hand ran, dann seht ihr das vielleicht auch ein bisschen besser. Es ist nicht nur einfach diese Bewegung, sondern es ist auch eine Rotation wieder um die eigene Achse, um die Längsachse, von oben nach unten, um die sagittale Achse, von links nach rechts und um die transversale Achse nach vorne. Genau. Also, Aufrichtung des Beckens in der Standbeinphase links. Nach hinten, unten, außen, rechts, vorne, oben, innen. Der anderen Seite gerade auch noch einmal durch. Linker Fuß geht nach oben. Diese kleinen, feinen Bewegungen, ihr werdet es merken, sind das schon ganz schön anstrengend im Gesäß. Wenn sie nicht anstrengend sind, dann habt ihr was falsch gemacht. In der Standbeinphase. Beide Füße zeigen nach vorne. Hände nochmal in die Taille erstmal. Aufrichten vom Becken, Steißbein Richtung Bauchnabel. Rechte Gesäßhälfte, Entschuldigung, rechter Sitzbeinhöcker. Also das ist hier der Knochen, den ihr spürt, wenn ihr auf harten Unterlagen sitzt, geht nach links und das Becken rechts, der Beckenknochen geht ein bisschen nach rechts hinten, der linke kommt nach links vorne, also ihr geht so auseinander quasi, aber der Oberkörper dreht sich da nicht mit, das wäre wieder der Passgang, sondern er dreht sich entgegen in den Kreuzgang. Locker lassen, aufrichten, kraftvoll bleiben in den Armen, auch da Läuferdreieck, kennen vielleicht einige schon. Hat man die Hand, wenn man vorne ist, auf Schulterhöhe, wenn man hinten ist, auf Hüfthöhe. Und dann hat man hier ein Läuferdreieck und hier ein Läuferdreieck. Genau, auch da kraftvoll mit den Armen agieren, wenn ihr lauft. Versucht die Arme mal schön mitzunehmen, aber trotzdem die Rotation hier nicht aus der Mitte vergessen. Das machen auch viele, die laufen dann so, aber hier passiert gar nichts. Und da brauchen wir die Dynamik für die Wirbelsäule, um weiterlaufend nach unten und nach oben Bewegungen weiterzugeben. Genau, das war die Standbeinphase rechts und links. Das ist ein bisschen tricky. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Wenn ihr nicht hands-on machen kann am Klienten, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, das nachvollziehen. Aber ich denke, ihr habt es einigermaßen raus. Ansonsten gerne über meine Website mich kontaktieren. Und ich kann auch noch mal so kleine GIFs vielleicht machen für so ein paar Übungen.
paar Bewegungseinheiten. Die kann ich dann auch nochmal auf meiner Seite oder auf Facebook oder Instagram nochmal zeigen. Da habe ich auch schon ein bisschen was gezeigt. Ich habe auch einen YouTube-Channel. Da werde ich auch nochmal ein bisschen was posten. Genau. So, meine Lieben, dann wollte ich euch noch eine Bewegung zeigen in Seitlage. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Die ist auch sehr dynamisch. Die solltet ihr auch oder dürft ihr in euer Bewegungsprogramm integrieren. Die legt euch mal auf eure rechte Seite. Nehmt beide Beine übereinander im 90-Grad-Winkel. Der rechte Arm ist unter eurem rechten Ohr. Und die linke Hand geht erstmal vor euer Brustbein und dann streckt ihr den linken Arm nach hinten oben aus. Becken ist wieder aufgerollt, unterer Rücken ist lang. Stellt euch vor, ihr wollt einen 100-Kilo-Stein wegschieben, dass ihr hier wieder in die Länge kommt. Steinbeinphase links, Spielbeinphase rechts. Und dann schiebt ihr den Oberkörper Richtung Boden. Die linke Hand geht hier mal über ja, die linke Mattenkante und der Brustkorb kommt nach unten. Das Brustbein geht nach unten. Also ihr habt hier wieder eine gegensinnige Rotation. Becken dreht sich nach hinten, links auf, Oberkörper geht nach rechts in die Rechtsrotation. Dann geht ihr mit dem Bein über das andere und öffnet euch nach links hinten. Spielbeinphase links, Oberkörper dreht sich hier hin. Da sind jetzt Stand- und Spielbeinphasen ein bisschen intensiv ausgerichtet, aber so bewegen wir uns im Kleinen, wenn wir laufen mit dem Oberkörper zum Becken hin. Der untere Rücken sollte lang sein, Steißbein Richtung Bauchnabel aufrollen. Und auch hier, wenn ihr hier in dieser Position seid, beide Beine übereinander, schiebt den linken Rippenbogen, schiebt den linken Beckenkamm weg von dem linken Rippenbogen, dass ihr auch da in der Länge bleibt. Wie vorhin in der Standbeinphase, Entschuldigung, das war ich falsch, in der Spielbeinphase waren wir jetzt, aber trotzdem hier in der Länge bleiben. Und dann bewegt ihr mit der Einatmung in die eine Richtung, Ferse geht hoch, Fußspitze geht runter. Und mit der Ausatmung in die andere Richtung und umgekehrt. Das auf der einen Seite. Dann legt euch nochmal kurz auf den Rücken. Spürt mal nach, wie sich das jetzt anfühlt. Könnt auch die Beine ausstrecken, die Handflächen nach oben. Mal tief durchatmen. In den Bauch. Wie fühlt sich jetzt die linke Seite zur rechten an? Und dann legen wir uns nochmal auf die linke Seite. Beide Beine übereinander. Im 90-Grad-Winkel, den rechten Arm können wir schon diagonal nach rechts vorne bewegen, das Brustbein Richtung Boden ausrichten und das rechte Bein nach hinten oben, 100-Kilo-Stein in der Vorstellung wegschieben, Ferse geht nach oben, Fußspitze nach unten. Ausatmen in die andere Richtung, beide Beine sind übereinander, das obere Bein ist faustbreit vom unteren weg, das obere Knie. Und dann wieder in die Gegenrotation gehen. Die Schultern sind weit weg von den Ohren, zieht den gestreckten Arm nach hinten ins Gelenk. Und mit der Aus- und mit der Einatmung wieder in die andere Richtung. Und so ein paar Mal. Auch eine wunderbare Übung, die man sehr gut nach der Laufeinheit machen kann. Genau. Gut. Eigentlich bin ich noch gar nicht fertig, aber die Dreiviertelstunde ist jetzt um. Geht doch schneller als gedacht und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in, ja, ins Laufen geben, mit den Tipps, mit den Übungen, mit den Ausrichtungen. Das ist natürlich jetzt ohne 1-zu-1-Betreuung auch nicht so einfach. Ich hoffe, ihr habt das ganz gut verstanden. Und wie gesagt, wenn nicht, guckt gerne auf meiner Homepage nach, www.christinarose-physiotherapie.de. Gerne könnt ihr mir auch einen kleinen Energieausgleich zukommen lassen über PayPal ksrose@gmx.de. Wenn euch diese Dreiviertelstunde jetzt ein bisschen was gebracht hat und ihr davon profitieren könnt, freue ich mich sehr. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns irgendwo draußen sehen oder auch mal hier im City Yoga oder bei mir hier im Happy Place, wo ich auch arbeite, auch behandle und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.